So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Captain of Industry. Wir sind immer noch voll dabei, uns mit dem Kupfer zu beschäftigen. Und so langsam kommen auch die ersten Kupfersachen rein. Ich muss immer sofort an Vulkanier und Vulkan denken, wenn ich grünes Kupfer sehe. Weil die ja auch Kupfer im Blut haben. Hier haben wir gesagt, hey, stellt was her, schmelzt was ein. Und dann bin ich mal gespannt, wann die ersten Kupferplatten kommen. Ich habe verboten, dass die LKWs das von da hinten hierher liefern. Das lassen wir mal schön. Und Kohle und ein Kupfer fehlt noch. Ja, Kohle ist da, aber Kupfer fehlt noch. Und dann geht es hier rund. Ah, warte mal. Dann wird er Schlacke auch noch herstellen. Oh, was machen wir denn mit Schlacke? Das ist ja spannend. Aber das kam bisher noch nicht vor. Abwasserrohr kann das nicht machen. Was brauchen die denn hier? Unreines Kupfer. Oh. Okay, die liefern unreines Kupfer. Wartet. Unreines Kupfer. So funktioniert der. So, und die liefern Schlacke. Schlacke kann in Schüttgutlager, aber was ist, wenn der Schüttgutlager voll ist? Was soll ich mit der Schlacke machen? Verschütten lassen? Wahrscheinlich wird die verschüttet, nicht wahr? Wir haben Fahrzeugrampen, die brauchen wir auch noch nicht. Und wir haben die Werft. Dieselproduktion, Bergbau, Verkippung, Rohre. Okay, das heißt aber hier hinter. So, wie viel stellst du her? Ihr stellt zusammen 16 irgendwann her. Und der braucht 16 in 40 und ihr stellt 40 8 her. Also stellt ihr 16 in 40 her, das heißt eine dürfte eigentlich reichen. So, und du kriegst Eingang. Die Dinger hier. So, jetzt braucht der Wasser. Was ich ein bisschen blöd finde, wir haben hier wunderschönes Grundwasser. Wir haben halt keine Pumpe bisher erforscht oder forschen dürfen. Das heißt, dementsprechend muss ich wieder einen Regensammler machen. Also, ist irgendwie Regenwassersammler, ist ja schön und gut, aber irgendwie, weiß nicht, fühlt sich das falsch an. Also ich würde eher auf die Idee kommen, eine Pumpe zu machen, als einen Regenwassersammler. Aber gut, es ist, wie es ist. Das heißt, hier hinter kommt dann das Stückgutlager für Zeugs. Dann brauchen wir einen Flüssigkeitstank hierfür. So, und dann brauchen wir die Rohrleitung. Einmal von dem zu dem und einmal von ihm zu ihm. Und genau, er mit Wasser stellt dann Kupfer über Elektrolyse her. Und er soll dann Kupfer lagern, aber nicht von den LKW liefern lassen. So, durchaus können dann die LKW unreines Kupfer hierher liefern, weil ich glaube nicht, dass wir das in irgendeiner Weise haben werden. Oh, Nahrung für 8 Monate inzwischen auf Vorrat, das ist sehr gut. Aber noch nicht in den Kartoffelspeicher eingelagert. Ja, forschen können wir, glaube ich, gar nichts. Da müssen wir warten, bis wir da irgendwie höher kommen, oder? Ich meine, das könnte ich. Konstruktion 2. Vielleicht schaltet das ja auch frei. Ich mach's einfach mal. Oh. Falls es länger dauert, dann haben wir das schon. So.
wir sollen das Schiff vollladen. Finden Sie das Schiff mit Diesel. Mit 80, genau. Und weisen Sie dem Schiff eine Besatzung zu. Okay. Haben wir auch gemacht. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur warten, bis die das Diesel hingeliefert haben. Fertig. Erkunde den ersten Standort auf der Weltkarte mit dem Schiff. Na, das machen wir doch sehr, sehr gerne. Weltkarte. Da. Ja, jetzt Norden, Osten, Süden, Westen im... Weiß nicht, was ist es doch am besten? Unbekannter Ort. 202, 225, 195, 196... 400, nee, wir fahren hier erstmal nach Norden, um die Insel rum. So. Goodbye. Viel Spaß. Macht's gut. Wartet auf uns, wir wollen mitkommen. Wir haben uns umentschieden. Oh, okay, wir durften nicht. Wir durften nicht mit. Schweine. Wollen die ganze Beute für sich alleine einkassieren. Okay, Wasser kommt dann hier rein. Du wirst produzieren, ihr speichert, ihr produziert und du, dir fehlt einfach das Kupfer. Wasser ist immerhin schon da. Zwei von acht, vier von acht. Der zweite Bagger ist da, sehr gut. Und dann können wir hier auch mehr Fahrzeuge zuweisen. Dann geht das auch ein bisschen schneller vonstatten. Wenig Energie. Oh ja, durch die Elektrolyse. Das heißt, der eine Dieselgenerator reicht nicht mehr. Das wird also gleich wahrscheinlich auch noch ein Spaß. So, wir kriegen nochmal diese Konstruktionsteile und Ziegel, weil wir die Werft repariert haben. Die sammeln wir ein. Wir sollen jetzt 20 Kupfererz abbauen und 10 Kupfer produzieren. Das dauert also wieder ein bisschen, bis das anläuft. Aber ansonsten klappt das, glaube ich, ganz gut. Wir können hier noch Sachen erweitern, nicht? Schiffsbrücke haben wir. Schiffsmotor haben wir, aber Panzerung, Kanonen, hinten und vorne, Kraftstofftanke, Panzerung, das müssen wir also alles bauen, weil es Piraten wohl gibt. Das ist natürlich nicht so geil. Was können wir denn noch bauen? Das Kapitänsbüro. Die Rampen. Ich klicke die jetzt einfach mal an. Die werde ich erstmal nicht bauen. Die Werft? Ich weiß gar nicht. Wir haben noch eine Werft. Warum sollte ich noch eine bauen? Das wird vielleicht irgendwann kaputt gehen. Brauchen wir dann eine neue? Wenig Kraftstoff. Warnung. Das allgemeine Angebot an Diesel ist kritisch niedrig. Es besteht ein hohes Risiko, dass ihnen der Diesel ausgeht. Wenn alle ihre Dieselvorräte aufgebraucht sind, werden alle Fahrzeuge und Dieselgeneratoren aufhören zu funktionieren. Ohne funktionierende Logistik und Energieerzeugung wird ihre Wirtschaft zum Stillstand kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie genügend Diesel produzieren und dass genug Rohöl fördern. So können Sie eine Ölpumpe mit Einigkeit verstärken. Okay. Das ist aber hier aktuell noch grün. Von daher würde ich jetzt noch nicht sagen, dass wir da aktiv werden müssen. Wo wir bald aktiv werden müssen, ist hier bei der Verschüttung. Das wird langsam voll, nicht wahr? So, und hier würde es dann auch nochmal hochgehen, nicht wahr? Und dann würden wir hier so drüber zimmern, auf lange Sicht.
und das hier irgendwie füllen. Knapp bemessen. Jetzt stagniert diese. Eisen geht runter. Ja, okay, wir benutzen auch sehr viel. Und wir haben, glaube ich, doch, Fahrzeuge sind stabil. Kupferproduktion ist abgeschlossen. Wir kriegen Zement und Ziegel. Sehr gut. Abbau von Kohle, Zement, Fahrzeugteile und Diesel. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt Konstruktion 2 erforschen. Da sind wir gerade dabei. Und unser Schiff ist noch unterwegs. Wir bauen neue Fahrzeuge von den Fahrzeugteilen, weil die Fahrzeuge hier oben schon wieder ausgelastet sind. Und das können wir natürlich nicht so auf uns sitzen lassen. Keine Bäume zum Ernten. Ah, da kommen auch Probleme her, aber Holzlager ist eh voll. Von daher gerade nicht so wichtig. Und hier wird das schöne Kupfer geschmolzen. Und in Platten gepresst. Und zack, voll. Haben wir denn genug Eisen hier hinten noch drin? Nee. Oh oh, oh oh. Gut, weil er jetzt hier auch nicht Eisen abbaut gerade, sondern sich wieder ran sneakt an das neue Vorkommen, bevor das hier nicht mehr geht. Das ist okay. Kohle ist eh okay. Ich glaube, da haben wir keine Probleme. Beim Diesel sollten wir aber vielleicht hier ein zweites Diesellager vorsehen und hier vielleicht nochmal drei Pumpen anschließen. Ich habe da irgendwie so ein ungutes Gefühl. Ich weiß halt nicht, ziehen die einfach aus dem gesamten Gebiet? Wahrscheinlich. Das Spiel hat mir nämlich ein bisschen Angst gemacht damit gerade. Und jetzt haben wir noch alles. Also können wir es lieber jetzt machen, als irgendwann später, würde ich sagen. Aber wir haben eh keinen Strom mehr, nicht? Hahaha. Okay, wir kriegen von da Rohöl in irgendeiner Weise rein. Das wird spaßig. Das muss hier ins Lager. Und Kohle brauchen die ja auch noch. Eieieiei. Direkt zu eng gebaut. Eigentlich so. Die Autos fahren hier die ganze Zeit hin. Das ist natürlich Schlechtikus. Wenn ich den hier hin mache. Auch blöd. Ich hätte Platz lassen sollen, dass ich zwei nebeneinander bauen kann. Da habe ich nicht dran gedacht, dass das vielleicht relevant sein könnte. Ah, Schietekäse. Okay, dann machen wir es lieber so. Dann brauchen wir halt längere Rohrleitungen.
So. Eins, zwei, drei. Das ist noch ein bisschen. Verbindet es doch. Okay, bau erstmal da, dann reißen wir das hier wieder ab. Also manchmal ist unnötig. Entfernen. Nicht eher 1, 2, 3. Dann gehen wir hier halt schon hoch und daran. Warum geht das jetzt nicht? Weil der eine Richtung hat, aber warum hast du denn auf einmal eine Richtung? Vorher hattest du doch keine Richtung. Oh, das nervt. Okay. Weil manchmal will man ja nicht unbedingt von der Ecke aus losgehen und dann ist das Kacke. Nee. Okay. Dies ist der erste Streich. Eins, zwei, drei. Eins höher. Dann hier und ran. Okay. Das gleiche jetzt Dampf haben wir und jetzt noch mit dem Abwasser. Da können wir hier ran. Wunderbar. Genau. Das passt. Okay, dann haben wir noch eine Dieselanlage dazu. Hoffe ich. Ich hoffe, jetzt passt alles. Warte mal, warte mal. Hier stimmt doch was nicht. Hä, was macht... Also irgendwie... Manchmal ist er einfach ein Idiot. So, mal gucken, kriegt er es jetzt hin? Okay, jetzt hat er da extra so ein Ding, das ist auch doof. Warte, warte, warte. Okay, jetzt hat er da zwei. Das ist lieber auf der Seite und hier haben wir einen Durchfahrt, nicht? Merkwürdig. Oh, ja, und Rohöl musst du noch reinkriegen. Stimmt. Falls hier jemand dran muss, gehen wir mal hoch. Okay, auf jeden Fall wieder wie bei City, wie bei Work on Resources zu eng gebaut. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Okay, da wir nichts anderes als diese Generatoren haben, würde ich sagen, bauen wir noch diese Generatoren. Die sind natürlich jetzt hier doof. Ich könnte die natürlich hier hinbauen und direkt mit Diesel versorgen lassen. Und dann bauen wir mal drei. Okay. Verbinden. 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 Hat er jetzt... Okay, das letzte hat er komisch verbunden, aber immer noch okay. Und das hier vorne scheint auch verbunden zu sein. Neulich hat er auch gehabt, dass es denn dann nicht verbunden hat, wenn das direkt hochging. Aber anscheinend ist das nur für Abwasser oder so, dass das dann nicht da ging. Hm.
Wer will bitte bei Kacke ein durchsichtiges Rohr, damit er sieht, dass das da lang fließt? Boah. Stark ausgelastet. Ja, das wollen wir ja reduzieren. Zack. Der kommt dafür weg. Und wir können noch ein paar Autos hinterher zimmern. Keine Forschung. Bauen Sie Montage 1, bauen Sie Konstruktionsteile 2. Okay, Konstruktionsteile 2. Fruchtfolge. Tankstelle, auch wichtig. Grundwasserpumpe, da kommt sie. Bewässerte Farmen, Förderbänder. Förderbänder klingt für mich aber am wichtigsten. Haben wir inzwischen Kartoffeln noch Vorrat? 2 Stück. Wir haben es drauf. Keine Bäume. Brauchen wir Bäume? Nö, brauchen wir aktuell noch nicht. Eisen. Eisen ist auf jeden Fall leer. Kohle ist noch ein bisschen da. Schüttgut für Erde ist da. Ziegel sind da. Kupfer kommt jetzt, glaube ich, ganz gut rein. Ja, unreines Kupfer ist viel da. Jetzt haben wir auch Strom. Das heißt, der kann auch wieder arbeiten. Könnte arbeiten. Was fehlt ihm? Du hast 4 Wasser, du hast 16 Platten. Ist dein Lager voll? Ach so, ja. Natürlich müssen die das hinliefern dürfen, sonst dürfen sie es hier nicht rausholen. Macht irgendwo Sinn. Aber wir brauchen es wahrscheinlich eh genau da. Um dann elektrische Teile herzustellen, um da Fahrzeugteile draus zu machen. Sehr gut. Diese Produktion wieder im Grünen. Die Pumpen haben genug Strom, aber auch irgendwie komisch, nicht? Ich baue Pumpen, um diese herzustellen, um Strom herzustellen, um Pumpen damit laufen zu lassen. Sag mal, ist hier... Hier fehlt doch eine Verbindung, oder? Ja, hier wird rausgeholt und dann kann er produzieren. Ja, vielleicht größere Lager oder sowas kommen bestimmt auch später noch. Wären auch sicher interessant. 2,4 Megawatt hätten wir. Was überhaupt mit der Weltkarte und der Erkundung? Der Ort bereits erkundet. Erkunden? Okay, wir sollen aber eine neue Montage bauen. Bauen wir die immer noch hier? Wird langsam ein bisschen eng, die Ecke. Montage 2. Was kann die denn, was die nicht kann? Montagestrecke, welche schneller ist, um fortschrittliche Produktion herzustellen. Aber kann auch die anderen Sachen, nicht? Aber wir sollen eine neue bauen für Konstruktionsteile 2. Ach so. Okay, ich brauche für Montage 2 Konstruktionsteile 2, die ich noch nicht herstellen kann. Alles klar. Das macht irgendwo Sinn, dass wir dafür eine neue brauchen. Machen wir es halt doch hier hin. Konstruktionsteile 2. Du stellst her aus Konstruktionsteilen und Dingens. Konstruktionsteile 2. Wunderbar. Ja, dass das nicht gleichmäßig ist. Ja, das ist ärgerlich, sag ich mal. Aber so ist es. Lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Mal, wie schön die aufgeschüttet haben. Oh Mann.
Ja, das kann hier alles weg, glaube ich. Wir wollen hier gerade und... Nee, auf Level 8. Nee, auf Level 9 müssen wir. So. Jetzt haben sie doch erstmal da ein bisschen zum Ablagen. Da können sie machen und tun. Sehr gut. Diese geht runter. Was? Das kann doch gar nicht sein. Zwei Anlagen reichen nicht. Okay, wenn ich jetzt hier noch eine dritte bauen muss, habe ich ein Problem, glaube ich. Es geht ganz schön stark runter. Weil das Schiff da ist. Ah. Okay, das befüllt sich. Okay. Okay, er hat das erkundet, aber da ist halt nichts. Okay. Oder es gab zumindest keinen Hinweis. Konstruktion 2 bauen wir. Wir kriegen nochmal Ziege und Konstruktionsteile dafür. Förderbänder sollen wir erforschen. Sind wir dabei. Und danach die Tankstelle. Ich glaube, das ist auch wirklich sinnvoll. Das heißt, wenn das Schiff kommt, dann geht das echt schnell runter. Ja, gut. Vielleicht müssen wir dieses Feld umsetzen, umwidmen. Oh oh. So. Und wenn das Feld dann fertig ist, dann reißen wir es ab und dann bauen wir das hier doch nochmal ein bisschen um, würde ich sagen. Ah. Drei Monate, durchschnittliche. Ich finde ganz schwer zu sehen, wo steht, wie weit das Feld ist. Also es gibt ganz viele Sachen und alle bewegen sich, aber... Das hier ist die Fruchtbarkeit. In drei Monaten kriege ich das. Das ist das Wasser. Wartet auf Regen. Aber so richtig, so dass ich sage, ah, okay, ich bin jetzt in dem Monat. Bedeutet Fruchtbarkeit, wenn die steigt, dass es wächst? Aber irgendwie ist das so ein bisschen... Oder ist das hier das? Das ist ja nur Prozent. Wir lassen erstmal, bis die anderen beiden Felder dazukommen. Da, Schätzung. 44 in 2,7 Monaten. Da ist es. Okay. Geht total unter. Nicht? Man hat überall grafische Darstellung und dann ist das nur Text. Er geht echt, auch wenn er grün ist, unter. Das ist verwirrend. Vor allem auch noch grün. Das ist so, alles ist okay, da gucke ich ja dann nicht hin. Keine Forschung. Ja, wir erforschen ja die Tankstelle. Kein Thema. Tankstelle, Forschung starten. Darf jetzt nur nicht verpassen, wann das hier fertig ist. 36 in 0,3 Monaten. 0,2 Monaten. So. Wachsen. Ach, da oben. Da oben, wachsend. Da steht das noch. Wachsend in 43 Monaten, alles klar. Sehr schön, hier haben wir jetzt Platz geschaffen. Und dann würde ich sagen, dann bauen wir das hier mit den Dieseldingern nochmal um.
Das Problem ist, wenn ich das mit dem Diesel umbaue, bevor ich das mit dem Diesel habe, dann haben wir keinen Diesel. Versteht ihr? Förderbänder. Ja, sehr geil. Lager mit Förderstrecken. Nee, nee, nee. Das gucken wir uns alles beim nächsten Mal an. Wir müssen das mit dem Diesel aber klären. So, dass wir ihn auch erweitern können. Das muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal bedenken. Nicht? Also wir wollen auf jeden Fall einen zweiten Flüssigkeitsspeicher. Der einen daneben kommen soll. Ja, das ist schlecht. Du bist der Gummihersteller. Du interessierst mich eigentlich nicht wirklich. Dich kann ich abreißen, nicht? Gummi haben wir. So, dann können wir ihn und seine Schlacke auch schon mal entfernen. Okay, die auch. Dann stört das schon mal nicht bei der Planung. Oh oh, jetzt haben sie das mit weggenommen. Schlecht. Okay, wo ist Öl? Ölpumpe, einfache Distillerie. Distillerie vor allem. Distille. So, da kommt das fertige Produkt rein. Da das unrein. Die kommt weg. Das heißt, hier würden jetzt so die Rohre rankommen. So. Ich meine, jetzt, wo das Boot nicht fährt, ist eh nicht so schlimm wahrscheinlich. Dann den Schornstein. Irgendwie so. Dass wir hoch können. Ein gerade. Achso, da ist wieder die Richtung nachher. Was? Okay, also. Erstmal ein überall RAM bauen. Eins, zwei. 3. So. Und ran. Du bist hier und keine Verbindung möglich. Wenn ich flach. Ah. Wenn ich flach? Da ginge. Okay, dann müssen wir das anders planen, dass die davor... Interessant, interessant. Ich würde sagen, das ist etwas fürs nächste Mal, dass wir das zu Ende planen. Ich sag, bis zur nächsten Folge.